Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Online-Bestellung von DM. Und zwar habe ich wieder meine monatliche Bestellung durchgeführt und gestern ist mein Paket angekommen. Und ja, ich wollte euch zeigen, was ich alles so mitbestellt habe. Es sind ein paar Sachen, die ich nachbestellt habe und ein paar Sachen, die so neu dazugekommen sind. Ja. Ich würde sagen, öffnen wir zusammen also mein Paket und dann legen wir gleich los. Wir haben jetzt das Paket aufgemacht. Ich schiebe es ein bisschen zu mir. Ja, ich habe hier einmal von Ebelin mitgenommen, einmal so Abschminkpad aus Mikrofaser, die man halt wiederverwenden kann. Aus einem Grund einfach, ich habe einen gehabt von Rossmann, aber ja, der ist mein Sohn hat den in die Kloschüssel reingeworfen und deswegen habe ich den dann weggeschmissen und dann habe ich mir halt welche neue gebraucht. Und ja, man kann die auch auf 60 Grad in der Waschmaschine waschen, ohne Weichspüler und ist nicht für den Trockner geeignet, aber ist ja nicht schlimm. Es sind zwei, ich habe mir gedacht, eins für die Gesichtsreinigung und einen habe ich mir gedacht, für die Maske zum Entfernen, wenn ich eine Maske benutze. Ich benutze ja zweimal in der Woche eine Maske. Genau, ich lege die jetzt hier. Dann habe ich Mundschutz geholt und zwar so. Dann habe ich Mundschutz mitgenommen, bestellt. Und zwar sind es wiederverwendbare Mundschutz, die man bei 60 Grad wäscht. Ich habe ja drei Stück bestellt. Einmal sieht es so aus. Das ist eigentlich für Kinder, aber ich weiß nicht, mein Gesicht ist schmal. Und ich weiß jetzt nicht, ob die hier für Erwachsene, für mein Gesicht auch passen. Ja, deswegen habe ich jetzt einmal für Kinder und zweimal Erwachsene. Ich brauche die, weil ich aktuell ja, das Arbeiten auch angefangen habe und ich will ja nicht dieses einmal Mundschutz tragen, weil man muss die auch in der Bahn und im Bus und so weiter tragen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, die hier und die kann ich dann immer wieder auf 60 Grad waschen und dann ist alles wieder gut. Dann habe ich meine Lieblings-Einwegrasierer wieder mitgenommen. Das sind die hier von Venus, Simply Venus Gillette 4 plus 2. Die kaufe ich immer wieder nach. Dann, das hier habe ich jetzt mal nachgekauft und zwar ist es von SOS Lippenherpes Patch. Die habe ich immer gerne zu Hause. Ich hatte letzte Woche ein Herpes gehabt hier und ich weiß nicht, ob man den noch sehen kann und habe halt meine Packung fast aufgebraucht. Ich habe, glaube ich, nur noch vier Patches da und hier sind 12 Patches und deswegen einfach mal, wenn ich wieder mal ein Herpes habe, dass ich die halt auf Vorrat zu Hause habe. Dann Müllbeutel, Tragegriff Müllbeutel von Profissimo, 20 Liter, 40 Stück sind da und ja, die hole ich mir immer wieder. Dann habe ich auch zu Hause gerne in mein Haushaltapotheke habe ich gerne so Binden, also so elastische Fixierbinden, gerne auch zu Hause, weil ja, man fällt runter, man verletzt sich. Und dann einmal Babypuder von Babylove. Dann habe ich mir von Nivea, das ist jetzt ein neues Produkt, und zwar ein Waschgel mit Rosenwasser. So sieht es aus. Das sind 150 Milliliter drinnen. Für alle Hauttypen entfernt wasserfestes Make-up, klärt und reinigt gründlich mit Rosenwasser.
ist aus natürlichem Ursprung. Ich benutze sowas sehr gerne, so Waschgel oder Waschcreme oder so eine Waschmilch. Benutze ich einfach gerne, wenn ich ja ungeschminkt bin, einfach abends meine Routine, meine Waschroutine mache ich immer gerne auf ein, mache ich auf diesem, wie heißt dieser, Cognac-Schwamm und reinige. Zum Abschminken habe ich immer auch von Nivea diesen Reinigungsöl. Und ja, das ist einmal für die tägliche Reinigung. Dann habe ich von Denk mit die Bildschirm-Reinigungstücher. Die sind feucht. Es sind ungefähr, es sind 18 Tücher. Ist auch von der TÜV auch zertifiziert worden und ohne Alkohol. Schon in der Reinigungsstreifen frei, ohne Nachwischen. Und das, ja. Damit kann man sein Telefon, sein Handy, sein Bildschirm, Laptop, Kamera etc. alles damit reinigen. Und ja, ich liebe feuchte Tücher sowieso. Genau. Dann von WC Ente habe ich diesen Frische-Siegel Frutopia 2x 36 Milliliter. Das ist ja dieser, das ist halt nur dieses Nachfüller. Den Ding habe ich ja schon da. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wo man halt auf den WC draufklebt. Genau, so sieht's aus. Und die benutze ich, so sieht's aus. Und die benutze ich sehr, sehr gerne. Und es riecht super. Also, ja. Dann von Finish meine Spülmaschinenreiniger. Einmal von Calconit wieder nachgekauft. Einmal im Monat benutze ich das sehr gerne. Dann, was immer mitkommen muss, sind diese Enkalka von Denkmit. Das sind Lebensmittelsauber, 25 Gramm, kraftvoll gegen Kalk für meinen Wasserkocher. Dann das Babyshampoo bzw. Shampoo für meine Kinder. Benutze ich schon, als die als Baby waren, immer dieses Belly Button, vom Belly Button, das Baby Bademaus, Pflegebad und Shampoo. Keine Tränen, ja, ist vegan und benutze ich schon seit der Geburt an meinen Kindern. Genau. Dann mein Deo von Dove, einmal nachgekauft, genau, und zwar die normale Duftrichtung, also ohne irgendwas, also das da, das Originale. Genau, das nehme ich immer gerne mit in die Handtasche. Was haben wir hier? Da haben wir auch irgendwas. Und zwar einmal von Alverde Naturkosmetik Lippenpflege mit zarter Schimmer. Das ist einmal für mich, habe ich, ja, ist Naturkosmetik, brauche ich wieder. Ich benutze sehr gerne zweimal täglich, morgens und abends, meine Routine einfach, eine Lippenpflege. Dann ist das zum Verschenken und zwar von Trended Up Blooming Summer Lip Tube habe ich mir, das ist, ich will es jetzt nicht benutzen, weil ich will es halt, ich will so eine Geschenkbox machen und das Ganze verschenken. Deswegen einmal das hier, das ist die Farbe 020. Das ist, glaube ich, eine LE. Dann, was ich nachgekauft habe, große Empfehlung von mir. Wenn ihr strapaziertes, trockenes Haar habt, dann ist das was für euch. Und zwar ist es von L'Oreal El Vital Dream Length Rapid Reviver, Tiefenspülung ohne Einwegzeit für tägliche Anwendung sogar. Für langes, brüchiges Haar, mehr reparierende Pflege. Also ich benutze das gerne mit meinem El Vital Shampoo. Und das ersetzt einfach meine Spülung und ich liebe es. Das ist jetzt, glaube ich, meine dritte Tube, ich weiß es gar nicht. Man braucht ja nicht viel. Ohne Einwirkzeit, ich lasse es trotzdem mit einwirken und die Haare, ich sag's euch Leute, die sind so geschmeidig, so weich, also richtig extrem. Also, und der duftet auch sehr, sehr gut. Die Tiefenspülung mit kräftigem Rizinusöl und Aminosäure für sichtbar kraftvolles und traumhaft langes Haar. Genau.
Es ist halt ein pflegt intensiv wie eine Kur ohne Einwirkzeit. Genau. Ja, das benutze ich nach jedem Haarewaschen statt der Spülung. Genau. Dann wieder das von die Zahnpasta von Sensodyne Active Repair and Protect. Dann habe ich nachgekauft, ich glaube dreimal oder viermal, weil mir sind die zu schnell ausgegangen diesmal. Deswegen habe ich viermal mitgenommen von Denk mit die feuchte Allzwecktücher in Blau. Ich mag die pure Frische am liebsten. Letztes Mal, im letzten Haul habe ich, was habe ich denn? Da habe ich dieses Mint mit Limette oder so. Ist auch gut, aber der Duft gefällt mir bei der pure Frische viel besser. Dann nachgekauft einen Schwerlastabfallsäcke, 10 Stück, 120 Liter. Da verpacke ich gerne die ganzen Kartons, also Papier, so wie jetzt das hier, kommt alles hier rein und mein Mann kann es dann im Container rüberfahren. Genau. Dann einmal von Dr. Beckmann Glas Keramik Putzstein. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen. So sieht's aus. Das habe ich jetzt auch einmal nachgekauft. Das andere habe ich jetzt auch aufgebraucht. Da ist so ein Schwamm schon drinnen. Und ja, ich mache den Schwamm einmal kurz nass, also feucht, und gehe mal kurz rein und mache ich dann mein Glas Keramik sauber. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für andere Herde sind. Ich weiß es jetzt nicht. Du müsstest es mal ausprobieren. Genau. Dann Wattestäbchen. Sicherheitswattestäbchen vom Babylove. Die sind auch ausgegangen. Das sind 72 Stück. Habe ich auch einmal nachgekauft. Dann auch was, also ist auch zum Verschenken. Und zwar dieses von Catrice. Ich glaube, das ist jetzt eine neue Serie. Bin ich mir nicht sicher. Von Clean ID. Pore Minimizing Primer. Vegan. 98% natürliche Zutaten. Genau. Ist auch zum Verschenken. So sieht die Verpackung aus. Ja. Einmal. Dann habe ich mir nachgekauft. Ist auch vegan. Von DM Bio. Crema con Aceto Balsamico. So sieht es aus und das benutze ich gerne. Also mein Mann liebt es aktuell für die Salate. Also er isst es aktuell gerne mit Salate, deswegen nachgekauft. Dann einmal nachgekauft Aluminiumfolie, 30 Meter von der DM Eigenmarke. Backpapier habe ich auch letztes Mal gezeigt. Dann Servietten. Was ist jetzt hier? Ah ja, hier habe ich einmal Einmachgläser, nennt man die so. Ach, die sind sehr klein. Oh Gott. Ich glaube, die schicke ich zurück. Ja, das sind sehr klein. Da, die sehen so aus, das ist, sind zwar sehr süß, aber die sind sehr, sehr klein. 4 Stück. 50 Milliliter, ich habe sie mir eigentlich etwas größer vorgestellt, aber ja, die kommen zurück, weil ja, die brauche ich, so klein brauche ich die nicht. Und ja, die kommen zurück. Dann, was bei mir ein Muss ist, ist Taschentücherbox. Die habe ich dreimal mitgenommen und zwar von Soft & Sicher, also mit meiner Allergie verbrauche ich sehr, sehr viel davon. Ich habe eins im Wohnzimmer und eins im Schlafzimmer. Also, ja. Dann habe ich endlich meinen Frosch-Universalreiniger in Orangenduft. Das ist mein Lieblings-Universalreiniger. Damit reinige ich meine Küchenoberfläche. Alles eigentlich, alles. Auch wenn... Och, der duftet einfach so lecker. Auch wenn zum Beispiel auf dem Teppich die Kinder gekleckert haben oder so. Damit geht es super, super raus. Also das ist mein Allrounder. Ich habe aktuell eins von Lavendel, aber dieser Duft, den mag ich nicht. Der ist mir zu stark und der
Geht richtig gut. Ich wollte schon eine zweite, ich wollte eigentlich eine zweite Flasche kaufen, also zwei Flaschen, aber ich konnte nur eine Flasche mitnehmen. Ich weiß nicht, also aktuell hat DM wahrscheinlich wegen Corona ja, begrenzte Anzahl an Bestellungen. Es waren sogar sehr, sehr viele Produkte, was ich brauche, gebraucht habe, die werde ich dann ja in den nächsten Tagen mal vor Ort holen. Ich hoffe, dass die auch vor Ort gibt. Und zwar einmal meinen Hygienereiniger von Denkmit für die den Waschzusatz, den Hygienereiniger und Spülmaschinentabs und die Spülmaschinensalz und diese Klarspüler. Die waren ausverkauft beim DM. Und dann habe ich mein Spülmittel nochmal geholt von Frosch. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit Froschprodukten. Ich liebe die Froschprodukte. Sie sind ja vegan, ohne tierische Produkte, Zusatz oder sonst irgendwas. Und deswegen Frosch. Auch meine Weichspüler. Ihr wisst ja, ich habe dieses Mal keine Weichspüler mitgenommen, weil ich ja noch sehr, sehr viele Packungen hier habe. Und die muss ich ja erst einmal aufbrauchen. Dann habe ich von Babylove, das gibt es jetzt, ist auch nur online zu holen, also online nur zu bestellen, vorhanden. Und zwar vom Babylove Feuchttücher mit 99% Wasser, ohne Duftstoffe, sind 60x80 Tücher. Genau, sechs Packungen, so sieht es aus, für den Kindergarten. Genau, mein Sohn ist also nicht für den Kindergarten, für die Kinderkrippe. Genau, am Montag darf er wieder in die Kinderkrippe und deswegen braucht er Feuchttücher und da habe ich gleich eine Vorteilspack mitgenommen. Irgendwas stimmt mit der Belichtung nicht. So, ich glaube jetzt. Ja, und dann habe ich einige Masken mitbestellt. Ich liebe ja Masken und jetzt habe ich einige mitgeholt. Zeigt euch die mal. Und zwar Tuchmasken, zwei Stück. Von der Marke Schebens. Ich mag die Marke. Und zwar einmal Vitamin C Tuchmaske, Energiebooster, sofort mehr Glow und Feuchtigkeit und mildert Fältchen. Ist für alle Hauttypen mit Vitamin C, Vitamin B3 und Hyaluronsäure. So sieht die Verpackung aus. Es gibt ja von Balea eine Maske mit Vitamin C, aber da muss man erst einmal den ersten Schritt machen und dann den zweiten Schritt. Also erstmal die Creme drauf und dann das Tuch drauf. Und hier ist einfach das Tuch drauflegen. Und wie lange muss man das einwirken? Ah, 10 bis 15 Minuten einwirken, genau. Und einmal auch von Schebens Hyaluron-Tuchmaske, Hydro-Booster, Puster, polstert auf und glättet 140% mehr Feuchtigkeit. Ich bin gespannt und das sollte man auch 10 bis 15 Minuten drauf lassen. Dann habe ich mir zwei Augenmasken geholt und zwar von der neuen, ich weiß nicht, wie man, Yeah Beauty, keine Ahnung, auf jeden Fall sieht die so aus. Ihr kennt die bestimmt, habt sie jetzt sehr oft auch gesehen. Und zwar Deep Hydration mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Das sind Augenmasken. 20 bis 25 Minuten drauf lassen, hier unter die Augen. Und einmal das goldene Eye Pad Mask Beauty Boost, Kollagen, Hyaluron und Gold. So sieht die aus. Die sollte man auch 20 bis 25 Minuten einwirken lassen. Die vier Masken werde ich jetzt auf jeden Fall in den Kühlschrank aufbewahren, damit die schön kühl bleiben. Und ja, ab nächste Woche soll es ja etwas wärmer werden, hoffe ich. Und dann kann ich gleich die Masken ausprobieren. Und dann habe ich mir von Balea eine Fußsockenmaske mit Limettenextrakt und Avocadoöl, intensive Feuchtigkeitspflege. So sieht die aus. Ich hatte letztes Jahr diese Balea Fußmaske, wo man halt die Haut danach runterziehen konnte.
Hat mir nicht so gut gefallen, denn die Verpackung war grün irgendwie. Auch eine Sockenmaske. Ja, diesmal will ich die hier ausprobieren. Und zwar, die sollte mal 20 Minuten einwirken. Genau. Und ja, ich bin gespannt. Na, ich benutze gerne solche Pflegesachen. Auch für die Füße, nicht nur im Sommer. Ich mache sowas gerne auch im Winter, weil ja, die Füße sollte man auch das ganze Jahr pflegen. Nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr. Und deswegen, genau. Ja, das war's diesmal. Ein Karton. Sind wir schon durch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir unten einen lieben Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Tschüss!